Eins muss man ihm lassen, er gibt sich nicht geschlagen. Mit der Erfahrung, schon mal Umfragerückstände in letzter Minute aufgeholt zu haben, wärmte Armin Laschet nach dem TV-Triell am Sonntag erst am Montag dann sein Wahlprogramm als CDU-Sofortprogramm auf, legte dann gemeinsam mit seinem ehemaligen Konkurrenten um den Parteivorsitz Friedrich Merz einen 8-Punkte-Wirtschafts- und Finanzplan nach und stellte sich heute Abend in der ARD-Wahlarena den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Wie sich da geschlagen hat, fasst Andreas Schmidt zusammen. Es ist die dritte Wahlarena in der Lübecker Kulturwerft Gollan und die letzte vor der Wahl. Die Kieler Studentin Maxi Köhler hat sich für diesen Abend viel vorgenommen. Eine Frage an den CDU-Kanzlerkandidaten. Globale Gerechtigkeit, Entwicklungszusammenarbeit, wird meine Frage sein. Für Armin Laschet ist dies eine der letzten Gelegenheiten, vor einem großen Publikum noch einmal Stimmung für sich zu machen. Wir drehen keine Umfragewerte um, sondern wir wollen die Wahl gewinnen und da gibt es gute Chancen. Drinnen im Studio geht eine der ersten Fragen an die Kieler Studentin. Was haben Sie sich für konkrete Maßnahmen überlegt, dass Deutschland als eines der reichsten und privilegiertesten Länder der Welt endlich seine globale Verantwortung ernst nimmt? Insbesondere finde ich für uns in Europa Afrika. Das ist unser Nachbarkontinent. Der hat auch sehr viel Potenzial, wenn man die Menschen lässt, wenn man die Initiativkräfte der Menschen stärkt, meistens übrigens in der Entwicklungszusammenarbeit die der Frauen. Überhaupt im ersten Teil der Arena einige Fragen zur Außenpolitik. Wie werden Sie Deutschland in der Welt und gegenüber China und Russland positionieren? Und wie werden Sie sich für Menschenrechtsverletzungen, wie werden Sie sich dagegen einsetzen? Wir werden die Welt nicht retten, nur mit dem deutschen Beitrag. Ohne China wird das nicht gelingen. Ohne Russland wird das nicht gelingen. Und deshalb, darüber mit China sprechen, haben wir nicht ein gemeinsames Interesse, die Welt hier zu retten. Unter Druck gerät Laschet in Lübeck bei Fragen zum Klimawandel. Wenn Sie an die Regierung kommen, wenn Sie gewählt werden als Kanzler, was sind Ihre Sofortmaßnahmen in den ersten 100 Tagen? Weil es sollte außer Frage stehen, dass es so nicht weitergehen kann und dass es jetzt Maßnahmen braucht, auch als Reaktion auf den Klimastreik am 24.09. Und dazu brauchen wir schnellere Plan- und Genehmigungsverfahren. Das dauert alles viel zu lange. Wenn Sie sagen, nicht mehr so viel fliegen, wir brauchen schnellere Bahnstrecken, die Leute sollen umsteigen, ja, dann müssen wir die aber auch bauen. Und das dauert in Deutschland alles 20 Jahre oder 25 Jahre, ehe sowas in Gang kommt. Am Ende gibt es höflichen Applaus für Armin Laschet. Die Kieler Studentinnen allerdings konnte heute Abend nicht überzeugen.